So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zur neuen Abenteuer hier in SimRail. Muss die Musik für mich mal ein bisschen leiser machen. Wir sind hier in Trabova Gornica Zapkovice. Und ich dachte, wir machen hier mal ein bisschen Spaß. Also Spaß im Sinne von Stellwerken. Jetzt wird kein Unfug getrieben. Zumindest kein schlimmer. Mal sehen. Ich bin jetzt schon knapp, ja, wie spät ist denn jetzt? Eine Stunde hier drin. Stunde anderthalb. Und bis jetzt ist der Verkehr eigentlich einigermaßen normal. Ich habe momentan Nachbarn in Gornica und in Lazy. Hutter ist nicht besetzt. Und dann schauen wir, dass wir hier mal soweit alles gut durchbringen. Da ist gerade ein Güterzug unterwegs nach Hutter. Ich werde auch mal wieder die Anzeige mit reinbringen zwischendrin. Dass wir hier sehen, was eigentlich soweit abgeht. Da sehen wir zum Beispiel, dass von Becin aus gerade der 40682 am Anrollen ist. Dahinter erstmal lang nix. Und seitens Lazy kommt auch erstmal länger nichts. 40633 kommt dann irgendwann mal. Das ist soweit mal Stand der Dinge. Und die Anzeige, ich habe mir noch überlegt, ob ich die im Stream mit reinbringe. Ich habe die auf einem anderen Monitor drauf. Aber soweit weiß ich eigentlich, wie die Züge fahren müssen. Beziehungsweise wenn noch irgendwas Spezielles ist, dann bringe ich es mal kurz rein. Ansonsten lasse ich das auf den anderen Monitor. Soweit der Plan heute. Und an Zukunfts-YouTube. Ihr werdet dann andere Musik hören als wie jetzt im Stream. Weil Copyright und so. Aber ich finde den Musikmix da gerade ganz angenehm. Und morgen kommt Train Sim Spaß 5 raus. Stand von dem Video. Beziehungsweise Stream. Das wird noch spannend. Beziehungsweise nein, morgen ist, glaube ich, nur für Vorbesteller. Die nochmal extra viel Geld ausgeben für den ganzen Spaß. Vielleicht werde ich mal nicht mit dazu. Aber ich werde mir auf jeden Fall TSW 5 nochmal angucken. Mit den ganz neuen, tollen, super Features. Wie zum Beispiel der Vectron und den Wagen von Flixtray. Und den Map-Updates etc., für das man eine neue Version braucht. Aber ich will das Ganze nicht nochmal hochkochen. Das werde ich dann nochmal dediziert machen, wenn TSW 5 draußen ist. Ja, momentan wirklich ruhig. Schauen wir hier nochmal rein. Also eben 40682. 41130 irgendwann mal. Ja, schönen guten Abend. Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Schön, bist du mit dabei. Lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht gut. Ja, Gruß zurück. Gute Fahrt. Das war ein gutes Timing. Guter Katowice. Ja, gut. Block zurückgenommen. Also gehen wir mal zurück jetzt und gucken. Wir haben 14.31 ist gerade in Zawirci. Für die nächsten Minuten 40.633. Ja, also stressig ist jetzt was anderes. Katowice steht ein bisschen was rum, so wie es aussieht. Ja, gerade nicht die Primetime. Wenn wir uns mal die Verspätungen hier so ansehen. 3 minus 2, oh, 20 Minuten. Ja gut, das ist der PBJ. Das ist auch so interessant mit diesem PBJ. Also entweder hat er massive Verspätungen oder ist extrem zu früh. Ansonsten, alles on time. TME zu früh. Ja, und das CD alles nicht. Alles gut, die letzte Zeit war ein wenig stressig. Wieso? Was hast du denn gemacht? Real MK hört man irgendwie nicht.
Da weiß ich noch nicht, ob es der echte ist. Also es gibt den echten, der Moderator, der im Team mit dabei ist. Und dann habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, ob es das eine ist oder zwei, sind, die mit dem Namen unterwegs sind, die aber nicht der echte sind. Bisschen süß. Moin, Kobi! Na, bei dir, alles im Loot. Und by the way, Stream, ist die Musik eigentlich leise genug oder soll sie noch ein bisschen leiser sein? Ich hab's mir nach Gefühl noch runtergedreht. Sehr, 40682, langsam auf Gronitscher. Ja, wir sind in den nächsten 5 Minuten dann bei uns, genauso wie der Express. Ups, wollte ich nicht. Schauen wir mal, 40682, on time. Bis jetzt schon. Kollege, meine Frage, warum spielst du Simray? Okay. Moin Babura, wie geht's bei den Eisenbahn und was ich begeistert in Löwen? Ach ja, du. Kann mich eigentlich nicht beschweren. Soweit ganz gut. Ich hoffe dir auch soweit. Wisst ihr was eigentlich so lang hier? Yuki! Schön, bist du mit dabei. Ich glaube, solange hier nichts los ist, kann ich mal das Stellwerk verlassen. Ich durfte eine Fachprüfung vorbereiten und den ersten dann abschließen konnte in 6 Wochen ein Projekt machen. Verschriftlichen auf 25 Seiten und 10.000 Wörtern mündlich. Kommt dann im Oktober dann ein wenig Ruhe bis Juni, dann kommt noch das Diplom dran. Kurze Ruhe, schöne Fahrt noch. Das klingt nach sehr viel Spaß. Was? Das sollst du ja, aber ich weiß, die Frage war komisch. Ist okay. Was ist das für ein Spaß? Hä? Wir stehen gerade nicht. Hä, der ist komisch. Oh, das ist auch ein geiler Song. Mal ganz kurz nachschauen, von wo ist der? Ach, das war One Piece. Also YouTube, sorry, ihr werdet es nicht hören. Aber im Stream. Ja, 14:31 kommt. Ich muss doch mal wieder was machen. Und Huter klingelt. Kriegst du auch gleich schon mal die Einfahrt mit dazu. Das ist so etwas, was mich in TD2 hat immer ankotzt, ne? Da weißt du, da kommt ein Zug und dann kriegst du keine Einfahrt. Schauen wir mal. 14:31 Endspurt. Gleiche mit 40:682. Da ist schon rot. Und alles klar, vielen Dank. Express, tun wir mal durchschicken. 37132 auf 1. Willst du das wirklich machen, KI? Ja, mir soll es recht sein. Wir werden vermutlich eh wieder stornieren.
Schauen wir mal rein. 3, 7, 1, 3, 12. Ah, shit, ich hab 2 gesagt. Er wird es vermutlich eh ignorieren. Da, Yoshi, ein bisschen Stellwerken. Just for fun. Er macht's wirklich. Okay. Ja, gut. Warum kann ich keine Einfahrt stellen? Ach so, Moment einmal. Wo ist der Anzeige? Ach, da. Jetzt gar nicht. Da kommt er schon, der Express. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er tatsächlich auf Gegengleis schickt. So, 37132F gleich 2. Was bist denn du für einer? Ein MP. Du fährst durch. Hältst erst den Zawirci für 7 Minuten. Alles klar. Der Furry Fame glitzert immer noch. Ah, nice. Good old times, Furry FM. Denk schon regelmäßig danach. Beziehungsweise, ich spiele wirklich mit den Gedanken, wenn ich mal für einen Monat wieder eine Lizenz holen. Dann mal so ein Monatsspecial oder so machen. Aber dafür brauche ich erstmal die Zeit. Witzig 682 angekündigt, alles klar. Kann man gerade für den mal kurz gucken. Ja, genau in dem Moment geht's nicht. So. Immer zu. 40682. Der fährt unten. Sakovici, Siroka, ja, der fährt auf jeden Fall unten. Kann ich ja schon mal vorbereiten. So, da kommt der Kollege. Der fährt auf schnell. Und tschüss. Ich hab den Einzelhandel, der so satt. Ich bin am überlegen, ob ich mich beim Radio melde. Ja gut, warum nicht? Ich meine, die Werbung tut nicht weh. Probier's einfach mal. Und wenn es für den Anfang irgendwie ein Praktikum ist, aber schreib hin. Tja, da müsst ihr gleich mal auftauchen. Ja, da hinten ist er. Und er klingelt schon wieder. Sag mal. Und der Express ist vorbei. 14:31. Hab ich schon mit. Moin, Kollege. Lebkuchenmann, moinsen. Achso, warte mal. 3, 7. Machen wir es denn? Ach, ich hab's eh auf Automatik. Da brauche ich ja gar nicht abstempeln. Und auch für den anderen Kollegen schon mal Einfahrt. Was ist mit dem da oben?
bis jetzt noch nichts. Oh, William K. kommt jetzt mit dem Zug. Ach, Green Day, eine meiner Lieblingsbands. Aber ich habe schon zigtausend Mal im Radio gespielt gehabt. Also falls ihr euch wundert, das ist vom Spotify gerade mein Daily Mix. Sollen ja quasi so meine Favoriten sein. Bis jetzt passt's auch. So, gucken wir mal in die Übersicht. 41, 130, 40, 6, 82. 41, 130, der fährt garantiert schnell. Gucken wir mal. Ja, ist eine Eurocity. Der fährt schnell. Und ansonsten, Seite Lazy, haben wir den 40633 als nächstes. 443947, wie schaut es bei dir mit der Zeit aus? Ein bisschen vor der Zeit sogar. Gut, dann G2 buggt, der fragt immer an, sendet nie. das ist aber schlecht. Das ist sehr schlecht. Moment, lass es mal. Mal hier anpassen. Ich schau mal ganz kurz auf der Live-Map von Hutte. Da ist auch wirklich nur eine Zug unterwegs. Also mal schauen, ob wir den Block damit aufgelöst kriegen hier. Wenn du wieder einfach das Ganze in den Block zurücknehmen, dann weißt du nicht, tut er den Angefragten zum Regelgleis. Also wenn du dich mal kurz hinsetzen willst und das auflösen willst, das fände ich jetzt gar nicht mal so uncool. Seht, ich kann mal ein bisschen weiter schicken. Wobei, das ist ein Güterzug, ne? Macht irgendwie Sinn, wenn der vor dem ROJ fährt. Weil der ROJ hat ständig anhält, ne? Auch wenn der Fahrplan das ein bisschen anders sieht. 40633 ein ROJ. Ach komm. Der soll mal durchrauschen. Der kommt der. Und da kommt die S-Bahn. Zeig gleich. Sehr schön, gute Fahrt.
Ja, doch ein bisschen was los heute. Wird schon wieder klingelt. Ach so. Einmal blocket, oder hab nichts fürs Gegenteil. Ich setz zurück. Södele. Perfekt. Dann haben wir hier Y. Nehmen wir zurück. Der schöne alte Kiebel. Das sah jetzt gerade für einen Moment so aus, als wäre der Zugstoß nicht an. Dann geht's hier Akron, Moinsen. ...146, das ist doch garantiert der PBJ, oder? Das ist er! Mit 25 Minuten Verspätung. Läuft. Und da haben wir EuroCity. Den schicken wir gleich anders. Sobald ich den kann. Jetzt. Und einmal Durchfahrt. Perfekt, erledigt. ...49633 habe ich kurz vergessen. 24123, der muss noch Hutcha. Den schicke ich mir schnell oben rein. Ich meine, theoretisch hätte ich ihn jetzt auch im Signal stehen lassen können. Und dann wäre er unten durchgefahren. Jetzt fährt er bis da vorne hin. Mit dem Malus, dass er da einmal 40 über die Weichen muss. Kiebel scheint ein Elki zu sein. Sehen, gute Fahrt. So, sobald frei ist, wir können da schon mal kurz klingeln. Schickt man den 24133 darunter. Was kommt da hinten? Der PBJ. Dich kann ich gerade mal geradeaus reinschicken. So, ist frei. Einmal nach unten. Ah. Eine Weiche vergessen. Und tschüss.
Ist auch ein schöner Song. So, 24133 kommt. Ich bin mal echt gespannt, ob wir nächsten Monat wirklich mal ein Patch kriegen von Simrel. So 6-Monats-Zyklus. Lasst uns überraschen. 40633. Für Sie zur Info, Einfahrt und Ausfahrt gestellt. Den 053 für den Fahrdienstleiter. Kollege, geben Sie Gas. Wenn da 40 runter tuckern. Ich bin übrigens letztens in TD2 mal ein paar Postzüge gefahren, wo ich meinen Fahrplan habe reinschreiben lassen, dass ich bei den unterwegs halten. Geht gleich weiter, da kreuzt mal in meinen Zug, dann kriegst du grünes Licht. Wagners da stehen. Das ist ziemlich geil. Da macht die FDLs bis jetzt auch immer Spaß gehabt. Oh, Lazy ist wieder da. Jonax. So, schauen wir auf die Übersicht. So, Snowbeck Loni 40182, sonst gar nichts. Lazy 442, 244 da hinten. Ansonsten auch erstmal Ruhe angesagt. Gute Fahrt. Ja, ich werde damit arbeitslos. Fürs Erste. Wollen wir mit den Zeiten 4-2-7. Ach, das ist das eine Güterzug, der bei Sosnovy Klone nach unten weggeht. Meinte ich. Ja, genau. 35 Minuten PT in Polutnia. Kann man machen. So. Kann ich nochmal da hinten gehen. Wenn schon nichts los. Ja, eh. Also wenn es die KI zulässt, bist du dann recht schnell wieder weg. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein Highlight, wenn man da in so Snowbeck die andere Kurve mal runterfährt. Ach ja, bald mal irgendwann mal rangieren. Irgendwann mal vielleicht im Multiplayer. Und dann sagt, die stehen irgendwie wagenbereit und Loks. Und dann Einsatzfahrten. So Rettungsfahrten wären irgendwie geil. Man sagt, da ist ein Zug irgendwie liegen geblieben und dann musst du da irgendwie hinfahren, ankuppeln, wegbringen. Das ist eigentlich ganz gut, die Dieselloks hier rumparken. Da haben sie alles mit Handweichen hier. Und da ist die eine Strecke nach unten. Diesel only. V. Okay, warum? G.
Gut, ich werde das mal ganz kurz nutzen. Ich hole mal. Okay, danke für die Info. So typisch. Da will ich mir mal ganz kurz was zum Trinken holen und dann klingelt's. Ja, und Einfahrt. Fürs Erste. Okay, ich bin in 2 Minuten wieder da. Ich will mal ganz schnell was zum Trinken aus der Küche. Mach's kein Blödsinn. Da bin ich wieder. Die Frage ist, ob ich die Pause überhaupt verdient habe. Ja, doch, auf jeden Fall. Macht doch einen guten Job. So, was haben wir da? 1733, 24123. Der ist weg. 244053 auf der 3. Wo bist denn du hin? Bestimmt tut er, ne? Ne, der fährt oben. Also ja, genau, das war der Güterzug für oben. Ich warte mal, bis er nahe ist. Den würde ich gerne da hinten schon nach oben schicken. Hat eine Verfrühung von 6 Minuten. Ja, angenehme Schicht. Was ist denn euer absolutes Lieblingsstellwerk so bisher in Silber? Oder sagt, das ist euer Nummer 1 Stellwerk, wenn es frei ist, da geht's ja dann rein. Echt? So, sorry, Gnoli? Was quält an dem besonders gut? DGZ, Lazy und Zawirci. Ja, mit dem würde ich auch mitgehen. Beziehungsweise eigentlich mit allen Vieren. Wobei, ich muss sagen, DGZ steht bei mir auf Platz Nummer 1. Okay, na warte mal, machen wir so, machen wir ein Ranking. DGZ wäre 1, Zawirci wäre die 2, SG die 3 und Lazy dann die 4. So wäre jetzt mein Ranking. Ich weiß nicht, Knöpfchen drücken ist irgendwie was Schönes. Mein SCS hat auch schon so ein Ding, aber die Form vom Stellwerk ist irgendwie am geilsten. 42132. Was bist denn du? Das ist ein MPE. Der fährt bestimmt durch. Ja, Zawirci, der nächste Halt. Der fährt auf schnell. Sidere, einmal nach oben bitte. Und wieder arbeitslos.
Ja, Katowice hat auch was. Aber Katowice wird einfach irgendwie langweilig, so nach anderthalb, zwei Stunden. Man kann es ein bisschen interessanter machen, wenn man die Züge ein bisschen anders rumschickt. Aber ansonsten, ja, ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Ich meine, dafür Multiplayer würde ich mir auch wünschen, wenn man, also wenn, wir gehen jetzt mal davon aus, es kommt eine Dieseltraktion irgendwann mal. Dass zum Beispiel irgendwie Dieselzüge reinkommen und dann muss dann ein Lokwechsel gemacht werden, weil Katowice hat die Gleise dafür. Wird es auch in echt gemacht. Oder dass zum Beispiel eine EP07 mit einer EP09 ausgetauscht wird. Selber so gesehen. So ein bisschen Rangierfahrt mit rein. Da wären die Bahnhöfe richtig interessant. Ja, Grozik, Mazowiecki ist auch nicht schlecht. Da wird es vor allem spannend, wie die Züge mit Verspätung reinrauschen. Dann muss man ein bisschen disponieren da. Dass gerade die Expresszüge gut durchkommen. So, da kommt er auch. Als Boot. 4, 2, 1, 3, 2, 1. Okay, Planübersicht. 40, 1, 8, 2, Garniture. Der Güterzug ist in Beijing auf die Seite genommen worden. Ach, der hätte weiterfahren können. 2, 4, 4, 4, 4, 2 da oben. Ja, überschaubar. Ach komm, Züge auf Gegengleis, geht schon. Ach nee, dürfen wir auf 1 hier wieder nicht. Ist ja ein Event. Ich habe mir aber mal überlegt, ob ich nicht mal einen Stream-Wieder mache auf D4 bzw. EU3? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls dieser dedizierte Server, wo man Events machen darf. Ob ich da nicht mal Stellwerken tue mit Gleissperre. Für ein bisschen Abwechslung. Es könnte in Zatkovice und in, wer ist nochmal, Prozisk noch ganz interessant sein. Oder Zawirci. Da konnte sich dann auch keiner beschweren für Beschwerden. Darf ich es dann machen? So, 244. Gleich mal da. Aber bei Steam habe ich gesehen, dass man die EU akzeptieren muss, wenn man das Spiel startet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht drauf geachtet. Also wenn der Pop-up kommen ist, dann habe ich einfach geklickt und fertig. Von daher weiß ich gerade nicht, ob es enforced wurde. Ja, nächste von unten.
So, mit dir, Kollege, einmal nach oben und Durchfahrt. Monitor ist wieder KI. Schnelle Weiterfahrt 40, 63, 33. Oh, den kenne ich doch. So, einmal nach oben. Andererseits, wenn es da 40... Kommt nichts, der Express kommt danach. Kannst du schon mal ein bisschen weiter nach vorne fahren? Und da müsste jetzt jeden Moment der Güterzug auftauchen. Ich will die Kamera schwenken können. Na gut. Neununddreißig, dir noch eine schnelle Weiterfahrt. F1 und 4410 für 50 F3. Alles klar. Wie kommt das? Ich eigentlich bei Twitch live bin, aber nicht auf YouTube. Faulheit. Ich wollte jetzt gerade nicht YouTube Livestream mit einrichten. Ansonsten kein besonderer Grund. Ja, wie immer. So, ist jetzt jemand drin? Nö. Sehe, wenn frei ist, was wir da gerade stellen. Alles wieder gerade. Komm auf die Spaßkarte. 10, 60, 39, für dich zur Information. Du hast bis Katowice eine S-Bahn vor dir. Du wirst immer erst und Co. haben. Schaubar. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wieder weniger los ist. Dame Güterzug. Ja, macht sein PT. Mainzen S-Bahn. 7 werden gefilmt. Sie sind jetzt prominent. Einundvierzig,
34, hier noch eine weiter. Schöne Weiterfahrt. Schönen Mittwochabend noch. Gebe ich so zurück. Sidere. Warte mal, doppelt kontrollieren. Zugfahrplan. Ja, erst den Lazy wieder halt. Ausfahrt kommt. 4018-2-1. Der Song hat auch was. Ich hab grad irgendwie das Gefühl, die ganzen Furry FM Songs kommen gerade. Sag mal, von Hooter ist irgendwie auch nichts unterwegs. Ewig lang schon am Rot blinken. War aber noch geil, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, in den Stream, hatte ich drei Güterzüge gehabt, die mir da hinten entgleist sind. Weil sie da einmal das Gleis gewechselt haben und die sind einfach mit vollem Karacho reindonnert. 40135. Der hält kurz. Sprich, keine Ausfahrt. 4640-34, der fährt unten lang. Meinst du, dass du dann wieder wirklich daheim bist? Ja, das wollen wir doch nicht. MP. Der fährt nach Hutter Katowice. Und ebenfalls auf der 1. Jetzt schickt man dann unten durch. Kann ich eigentlich schon mal vorbereiten. Okay, kicken wir mal. Express kommt. Dahinter ist jetzt der Güterzug rausgefahren. 40105, das 73 dahinter. Oh ja, überschaubar. Hey, Hakau ist schön. So, P-Wagen, Ankunft. Wisst ihr was, ich mache da hinten mal die Hilfssysteme aus. Simulation. Mach mal jetzt selber. Darfst du nicht vergessen. Und Ausfahrt, Kollege.
Duty, weiter fort, bruh. Er ist sogar beladen. So, was haben wir denn hier? 73127. Ist der für die Route Katowice? Jetzt wäre es spannend zu wissen, wann der Express hier auftaucht. Tisch schon mal vorbereiten. Gefühlter Level 20 in Tide muss SR mit Hilfe spielen. Er müsste nicht, das ist einfach nur Faulheit. Maximale Automatisierung. Mache ich auch in Tide 2. Aber ich muss echt sagen, die Anschaffung von dem Zugpedal, also generell Fußpedal, war die beste Anschaffung ever. In dem Streamdeck. Kauft euch sowas. Kostet nur 30, 40 Euro maximal. Und dann könnt ihr das mit irgendwelchen Makros belegen. So, Express ist auf dem Weg. Kriegt von mir die Einfahrt und die Ausfahrt. Ne, Ausfahrt nicht. Aber in Kürze. Gute Fahrt. Und der Donut runter 4410. Der fährt ebenfalls für Huta. Der muss mal warten. Nachdem jetzt gut der Katowice ja bei mir im Stream mit drin ist, willst du die Meldung überhaupt haben oder reicht es, dass es im Stream ist, was kommt? Und wieder so kommt. Ja, dann gebe ich mal keine Meldung. Cedri. Und Ausfahrt. Man überlegt, den Fahrpult für den Vectron zu bauen. Aber wenn man sich alles durchlegt, kostet es um die 2000 Euro. Ja, das ist ja sogar noch relativ günstig. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, dass du das dann ewig lang hast. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Also ich überlege auch schon ziemlich schwer, ob ich mir so ein Führerpult nicht fertig kaufe oder halt als Baukit, was ich dann später umbauen kann. Aber ja, 2.000 bis 3.000 Euro wären dann schon das Budget. Weil der Raydriver, der ist ja ganz nett für den Anfang. Aber man hätte dann doch irgendwann gerne mal ein bisschen was Echtes. Vor allem, wenn man dann auch mal echte PCB schaltet und so weiter hat. Und wenn man sich an das dann ein bisschen gewöhnt hat, kann man das ja dann immer noch erweitern mit den Displays. Setzt dann aber auch wieder einen Tisch voraus, der entsprechend groß ist. Ja, Dacho habe ich ja schon.
Wobei, wenn ich dann halt irgendwas Schnelles fahre, dann brauche ich halt einen anderen Tacho. Beziehungsweise würde ich es dann eventuell mit dem Display digital machen, aber wenn ich dann so Oldschool-Zeugs fahre, klar, echter Tacho dann. Der kann einfahren. Ja, dahinter haben wir den Güterzug. Ist hinter dem Güterzug noch irgendwas? Erstmal nicht. Okay. Ich glaube, der Güterzug wird heute mal eine kleine Sonderfahrt machen. Den würde ich mal auf schnell schicken. 4, 1, 3, 4, 11, 1. Ach, 649 ist ein Bot. Also bei Will geht man rein in den 649, da darf heute mal auf der Schnellstrecke fahren. Ändert zwar nichts an seinem VMAX, aber immerhin mal was anderes. Warte. Wenn meine Zeiten so generell noch mal gucken. Minus 5, 7, minus 6, minus 3, 2, 0, 2, 1. Sind sie heute mal gut unterwegs? Ich zum Belicht. Mal gucken, ob ich gut heile durchkomme. Also nicht wundern, der quatscht vermutlich mit Zawirci. Und Zawirci habe ich mal gemutet. Also nichts gegen den Dude, der in Zawirci drin ist. Ich habe noch Zeit, mein Frühstück zu essen. Aber das ist ein Fahrdienstleiter, der irgendwie jeden Zug kommentiert. Im Funk. Finde ich jetzt nicht so prolli. Oh, cool. Hat den Monitor einfach ausgegangen, alles klar. Sam, du musst mal kurz warten. Oder auch nicht. Es klingelt. 40-82 an die Verhaltensleitung Lazy. Und tschüss. Gleiche gilt für den Güterzug. Fahrstraße ist gestellt, war ein falscher Fehler von mir. Alles klar, ich bin gleich weg. Einmal Kisszug. Das ist die 50er im Bahnhof, ist schon gemein. Das ist ein falscher Fehler. Also ich weiß, dass der nicht eigentlich auf schnell fahren soll, aber ich dachte, die schicken jetzt einfach mal da oben. Da sollte erstmal kein Zug biegen. Lazy kann ihn immer noch runternehmen. Ja, 40684 ist er da im Hintergrund. 40684, wenn wir da mal kurz reingucken. Weiß gar nicht, fährst du schnell oder langsam? Der fährt langsam. Also von daher, stört's nicht.
Und für Lazy macht es auch keinen Unterschied. Aber eben, wie du schon sagst, nach dem Pendo ist das kein Problem. Vor dem Pendo wäre es ein Problem. Also man schickt den Pendo dann auf langsam, aber dann ist der Pendo wieder unglücklich. Soll schon passiert sein, habe ich gehört. Wegen dem Fahrzeug und FTL muss ich da antippen. Zug 68, 84, dir noch eine Weiterfahrt. Bezüglich Fahrtag, da ist jetzt gerade. Danke, ruhig noch. Danke, gleichfalls. So, jetzt. Bezüglich Fahrtag. Da ist jetzt gerade die Strecke in der Ausschreibung, beziehungsweise bis morgen. Und dann steht mit morgen die fertige Strecke. Dann mache ich den ganz großen Post im Forum und auch im Discord und auf der Homepage, wo dann auch die Anmeldung mit dazu startet. Und dann muss eigentlich nur noch die Anmeldung ausfüllen für das Stellwerk oder die Stellwerke, Mehrzahl, was du da machen willst. Und dann wird es kurz geprüft. Ja, 4134, ja, bitte Durchfahrt in Lazy LB. Und wenn es dann angenommen ist, dann kannst du dann die Stellwerke, für die du dich angemeldet hast, dann auch machen. Soweit der Plan. Also es kommt dann auch noch großes PDF mit dazu, mit How-to-Fahrtag, weil es wird beim nächsten Fahrtag neue Regeln geben. Welche Homepage? Haburalion.com. Da waren auch die letzten Fahrtage drauf, bezüglich der Anmeldung. Aber im Prinzip braucht sie eigentlich nur das TD2-Forum beobachten, der englische Bereich. Weil da werde ich das allererstes reinposten. Naja, tatsächlich nicht eine größere Strecke, es ist kleiner. Weil schon die Kritik gewesen ist, dass die letzten Strecken zu groß sind, von der Fahrzeit her. Also ist jetzt kleiner, aber die große Veränderung, die wir jetzt haben, wir haben jetzt Streckennummern drin. Also je nachdem, wo du halt hinfährst, musst du... Kurz zurück, gute Fahrt. Musst du eine entsprechende Zugnummer haben, was bis jetzt der Start von der Zugnummer. Das macht es dann für die FTS dann wesentlich leichter, wenn die dann anhand der Nummer schon sehen. Okay, der Zug fährt irgendwie da oben hin, der fährt auch da runter. Und wir haben jetzt neu zu den FTS einen Disponenten, der dann sagt, wo welcher Zug hinfahren soll. Damit wirklich alle Strecken einigermaßen... einigermaßen gleichmäßig ausgelastet sind. Oh, ich glaube schon einige. Aber wie gesagt, ich tue es auf drei Plätzen announcen. Auf meiner eigenen Seite, bravoline.com, auf Discord und auf dem TD2-Forum. Das muss reichen. Wer es dann noch nicht mitbekommen hat, also gut, ich weiß nicht, ob ich auf YouTube irgendwo erwähne, da hat er dann Pech gehabt. So, zugtechnisch. Ist nichts los. 40635 und der Express da oben, der in Zawitsch gerade am Reintrudeln ist. 40684 Bettschienen rausgefahren. Und ich wünsche noch viel Spaß in Zawitsch. Na dann, mach ich mal Kaffeepause hier, ne? Aber ich bin schon so gespannt auf die Disparole, wie das dann sein wird. Ich meine, ich kann jetzt die Strecke gerade nicht zeigen. Beziehungsweise... Den 40... 34, ja, bitte Durchfahrt durch, Savetzer. Wir haben eine Getränkefrage. Sus? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der tagtäglich das TD2-Forum anguckt. Was ich mir aber jedes Mal angucke, das ist dann Weekend Simulator. So als Newsmeldung, das ist immer ganz spannend, was da passiert ist. Dankeschön. Ich meine, da steht dann auch das Wichtigste drin, was im Forum so passiert ist. Ja, das ist schon richtig lazy, aber trotzdem.
Und der Panzer, ich 635 Euro quasi. Wie sieht's aus mit deinem Fahrt? Heute mal nicht. Sonst kriege ich von William K. wieder einen auf den Deckel. So, jedenfalls, ja, also Weekend Simulator, alles Wichtigste mit drin. Ab und zu schaue ich noch gerne meinen Helpdesk mit rein, was da so bei den Tickets so abgeht. Es ist komisch. Ja, aber es heißt nicht viel. Mich interessiert dann eher mehr so, weswegen dann Beschwerden geschrieben werden oder wenn gewisse Namen auftauchen, schaue ich gerne mal rein, was passiert ist. Oder was viele Kommentare gegeben hat. Das mache ich vielleicht so ein, zwei Mal in der Woche. Da klingelt's. Einmal annehmen. Und einfach. Mal gespannt, was Lazy macht. Da könnt ihr locker flockig auf langsam fahren. Ich meine, so langsam ist langsam nicht. Und der Express auf schnell, ja. Würde ich jetzt so als FTL machen in Lazy. Oder halt knallhart hintereinander. Aber ich glaube, schlussendlich macht das nicht sehr viel aus. Naja. Stimmt ja. Sagst du ja gerade, die S-Bahn muss Lazy dazu wirklich rausnehmen. Kann natürlich da in Lazy natürlich auch vorbeifahren. Ja, stressbefreit. Ein bisschen leer momentan. Was irgendwie auch geil wäre, ist, ich meine, jetzt auch wenn wir jetzt nicht Banshee oder so in der nächsten Zeit hätten, aber wenn vielleicht ein bisschen leeres Rollmaterial rumstehen würde, gerade so Lazy, auf den ganzen Gütergleisen, wenn einfach nur ein bisschen was rumsteht, das wird optisch schon was hermachen. Als FDL kannst du dann eh egal sein, wenn die Gleise belegt sind, aber den allermeisten kannst du ja sowieso nicht reinschicken. Weil wir bei den Schiergleise da heute ein bisschen was rumsteht, würde ich jetzt auch nicht schlecht finden. PC635 kommt auf 3. 30 Meister 4. Kommt von Hutter. Was ist denn das? Zügliste stehe 30. Ach, das ist der MP. Der fährt auf schnell. So, wenn er Binder plus 10 hat, kann man jetzt eben die S-Bahn fahren lassen. Die schafft es dann bis DGZ locker. Optisch ja, aber du hast anscheinend keine Erfahrung, wie Frames in den Keller gehen, wenn das ein bisschen was steht. Ja, gut, das ist natürlich schon wieder so Optimierungssache, ne? Aber so ein Bahnhof sieht einfach schöner aus, wenn halt was rumsteht. Das gleiche auch wie hier. Das Problem hat ja interessanterweise TD2 ja auch. Sobald Rollmaterial rumsteht, vieles,
dann sagt die Performance tschüss. An der Stelle denke ich mal an Viala Sodeca. Richtig geiler Bauernhof, aber Performance einfach total für den Arsch. 40635 Wasi C, schickst du mich gerade auf die Güterbahn? Falls ja, da kann ich nicht weiterfahren, weil das sind keine Bahnsteige. Oh, ja, warte mal. Sorry. Hä? Wir haben jetzt neu, dass unten keine Bahnsteige sind? Okay. Die 2 ist bei 8 Spielern in einem Bahnhof kaputt gegangen. Wobei, ich muss sagen, also jetzt mit der letzten Version tut TD2 ja sowieso irgendwie random crashen, wenn er irgendwie Bock drauf hat. Es ist jetzt besser geworden, nachdem ich... So, jetzt müsste es stimmen, 4635. Nachdem ich mal den... Jo, sieht gut aus, danke. Nachdem ich mal den Treiber wirklich mal komplett weg hab mit der Grafikkarte im Safe-Mode, dessen DDO-Tool, glaube ich, heißt, und dann wieder installiert habe. Das wurde schon besser. Ich meine, das crasht immer noch, aber wesentlich weniger als vorher. Dann halt nicht lazy. Jetzt schon wieder anfragen. Geht aber schnell hier. So, was macht die Karte? Oh je, Dame Express. Ah, oh, lazy, dann ist bis ist, ne? Dann werde ich aber hier schon mal umdisponieren. Dann machen wir die Überholung hier. Der Kollege fährt oben. So, und Einfahrt für Huta. So, 3, 7, 1, 3, 4, 11, 1. Ah, ich wollte... So, 40684 RJ, der fährt runter. Ah, jetzt. Was bei dir, wenn wir die Diesel-Loks noch das Jahr sehen in TD2? In dem funktionierenden Zustand. Also wirklich kann ich ja noch nicht glauben, dass wir da anständige Diesel-Loks kriegen. Aber wenn es mal da ist, das wird so super werden. Ja, der Schienenbus, der ist einfach nur verrückt. Am geilsten sind aber von dem die Bremsen. Also da kannst du wirklich Bahnsteig anfangen, reinbremsen und das Ding bleibt stehen. Die Frage ist, der haut es erstmal nach vorne. Ich glaube, das war in TD2 das zweite Modell. Ich glaube, SM42 war das erste, was sie gehabt haben. Und dann kam der Schienenbus.
Aber ich hätte jetzt auch nichts gegen Dieseltriebwagen. BKB hat ein paar schöne. Gleich nach dem Wunsch Mehrfachtraktion. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt danach kommt, sobald sie dann die Dieselmechanik überarbeitet haben. Dass sie dann für beide die Mehrfachtraktion reinprogrammieren. Und wenn man da jetzt noch einen Wunsch draufsetzt, Mehrfachtraktion und auf den Führerstand wechseln kann. Zu der anderen Lok. Dass man dann wirklich Sandwich fahren kann. Ja, Yoshi, man darf doch mal träumen. Hier dreimal dazu mitnehmen. So, 40684, beschaffst du mir eine Zeit aus? Pünktlich. 3 Minuten pH. 29 hier weg. Kurz schauen, 443. Wenn der Gas gibt, dann fährt der vor der S-Bahn. Na, ah, der ist aber auch gerade mit 40 unterwegs. Ist der von oben kommen? Von, scheiße, wie heißt das? So Snobik Kassumirz, glaube ich. Ja, eine Strecke da oben drüber. So, was sagt der Plan? Ein Block Abstand da hinten. 4, 11, 3, 2. In DG momentan. Der fährt auf schnell wieder. Und Lazy nicht mehr besetzt. Gut. Brauche ich da schon mal nicht hinschreiben. Ah, ich soll den 411 noch mal kontrollieren. 411, wo bist du? Ah. Ja, eure City. Ja, Güte zu, gib mal Gas da hinten. Ja, jetzt kommt der Speed. 70. Ich meine, es ist ein Bot drin.
Komm. Fahren Sie durch. Dann müssen Sie den S-Bahn halten. Das nächste Sorgenkind ist da hinten mit unserem Express. Beziehungsweise habe ich jetzt gleich auf zwei Seiten. Der Kollege kann durchfahren auf schnell. Güterzug ist durch. Welche Seite kommt zuerst? Der hier. Euro City, Durchfahrt. Tipp. Oh, das wollte ich nicht. IEC, überholen. Nice, es läuft. Oh, shit. Ich muss da noch K.O. drücken. Wir wollen den Block nicht kaputt machen. Oh, ich sehe gerade, der 24135 ist da noch im Anschluss. Gegengleis? Da ist jetzt aber KI drin. Nö, das tue ich jetzt mal nicht beantworten. 24135, wo bist du hin? Butter. Okay. Kollege, nehme ich nicht an. Sag mal, hörst du mal auf hier? Jetzt kommt er gerade nochmal. Das könnte jetzt aber ein bisschen nervig werden. Sag mal. Ja, doch, ist ein Bot drin. Sag mal! Oh, gib mir doch nicht. So, gut, wenn du meinst, dann schick halt auf Gegengleis. Wenn du es wirklich schickst. Das könnte interessant werden. Weil ich nämlich jetzt für Hutter einen Zug habe. Test, Test. Ich frage jetzt mal an. Das war da 24135. Ü 24135. Na, naja, was sagst du dazu?
Zug 14131, wo bist du gerade? Also er ist 30 Meter vom roten Einfahrtsignal von Lazy L. Siddeli, Gefahr gebannt. Und erledigt. Okay, Verkehrsübersicht. 40184 ist der Megloni. 42186, den werden wir nicht sehen. Und von rechts erstmal nix. 14131, 442. Also erstmal wieder Ruhe. Das ist jetzt scheiße, weil du solltest ja eigentlich nach Traverzia fahren, wie auch immer man das ausspricht. Ja gut, das machen wir jetzt. Viel Spaß bei der Weiterreise. Also laut Plan soll der 1431 von mir abfahren nach in Richtung Lazy LA, laut Fahrplan. Wird da hinten schon wieder Unfug gemacht. So, Pausezeit. Achten der Fahrplan. 14.1.3.1. 18.40. 5 Minuten. Er ist gerade mal bei LA am Einfahren. Gut, gut. Eigentlich wäre es schon witzig, wenn man mit Lazy komplett Gegengleis machen könnte. Oha, Was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn man bei Simracer Events einführt, wie bei Stellwerksim? Wo ja wirklich seitens Simulator dann Gleise gesperrt sind. Also gerade hier zum Beispiel, wenn man dann sagt, man muss irgendwie Gleiswechselbetrieb machen oder die Linie 1 ist irgendwie komplett dicht, dass man so alles runterfahren oder sowas. Oder dann hat man wie so eine Übersicht, so wochenbasiert. Und wobei, gut, wochenbasiert ist vielleicht ein bisschen viel. Andererseits, ja gut, warum eigentlich nicht? Ach, man seit wochenweise sagt man, okay, ja, die Gleise sind da oben gesperrt oder Gleiswechselbetrieb irgendwo oder Bahnsteig ist dicht. Das glaube ich, wird den Fun-Faktor von Streamer schon steigern. Ja, klar, schon nicht alle Bahnhöfe zeitgleich. Aber dass man auf die Strecke verteilt, irgendwie sagt, ja, da ist jetzt irgendwie mal dicht. Oder, keine Ahnung, man stellt irgendwie so einen KI-Bauzug irgendwo hin. Und den muss man dann halt umfahren. Ja, da verstehe ich dich schon. Wenn du dann in jedem Bahnhof irgendwie was hast, das ist dann schon hart nervig. Vor allem, wenn man die ganze Strecke immer fahren will und dann muss die Verspätungen sammeln. Ich meine, es kommt dann auf die Art von Event teilweise auch darauf an. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie eine Umleitung ist, was dir jetzt nicht wirklich Zeit kostet, dann ja, von mir aus. Aber gerade wenn so Sachen sind wie Gleiswechselbetrieb,
Dann ist ein anderes Thema. Gorab Sache nur eingleisig. Oh, ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill. Ich glaube, dann geht gar nichts mehr verkehrstechnisch. Oh ja! So Umleitungsbetrieb. Warum nicht? Da wäre unten auf der anderen Strecke ein bisschen was los. Aber da kriegst du ein massives Plus auf deinem Fahrplan. Für den ganzen Langsamfahrstellen da unten auf der alten Strecke. Ich würde mir ja die andere Strecke immer wünschen, mit weniger langsam vorstellen. Die Strecke an sich ist ja echt schön, aber das kotzt mich so an. Ich fühle alle 2 Kilometer so auf 40 runter. Nee. Ich meine, Joshi, klar, es wäre halt ein mega Chaos da unten. Aber für so ein Wochenevent, wobei, gut, so eine krasse Umleitung für eine ganze Woche ist vielleicht ein bisschen viel, aber warum nicht? Vier, zwei, eins, drei, vier. Was bist denn du für einer? MP. Schauen wir mal ganz kurz. Nächster Halt, Zawirchi. Wir fahren schnell. Wisst ihr was? Weil ich gerade Zeit habe. Das eh ein Bot drin. Dam, da, dam, da, dam. Geht das schon als Event durch? Hey, Moment, das war eins zu viel. Der muss so fahren. Lee, Weiche vergessen. Ja, ein bisschen Weiche putzen. Ist ja doch KI. Ja, weil das ist ein echter Lokführer, dann könnte er vielleicht ein bisschen pisst sein jetzt. Viel Spaß, gute Weiterfahrt. Ach, das ist schon fies. Aber sonst ist ja auch hier nichts los. Oh, Kau drücken. Jedes Mal vergesse ich das.
So, Übersicht. 40184, Güterzug wieder am Anmarsch. 14131. Wo ist der Express? Ach da. Wird bei SG gerade rein. Und Lazy ist wieder besetzt. 4, 2, 1, 3, 4, 11, 1. Meint ihr, das wäre ein schlimmes Event, wenn ein Lokführer mit seinem Zug freiwillig einfach mal auf dem Gleis stehen bleibt? So als Deko? Weiß ja nicht, wie genau das die Moderation so sieht. Gerade direkt Perma. Alles mal wieder zurückstellen hier. Du, du, du. 40184, der. Das ist ein ROJ. Bist du ein schneller Zugdetails? Fahrplan. Erster Halt wieder ein Lazy. Ja, planmäßig auf der 1. Ist eine nächste Polentour geplant? Oh ja, ist sie. Die wird diesmal wesentlich größer ausfallen als die letzte. Und da habe ich schon auf dem Discord ein paar Bahnhöfe gesammelt, die ich dann covern werde. Ich meine, der Schwerpunkt werden vor allem TD2 Bahnhöfe sein, die ich dann vergleichen werde. Aber, falscher Knopf. Wenn es dann ergibt, eventuell auch noch ein bisschen Simray mit dazu. Routenplanung ist jetzt noch nicht final. Ich muss mal schauen. Also ich habe ein paar Favoriten, die ich auf jeden Fall besuchen will. Challenge ist jetzt einfach, die nur irgendwie so zu verknüpfen, dass es Sinn macht. Von der Route her. Achso, der fährt ja komplett durch. Der hält ja gar nicht. Hell wäre gar nicht mal so unspannend, gerade wegen dem ehemaligen Hafenbereich. Das Problem an Hell ist einfach nur, das ist am Arsch von irgendwo. Da muss ich erstmal hinkommen. Das gleiche auch wie Gletsche, das wäre auch so etwas, was ich gerne mal sehen würde, oder Zakopane. Aber das sind einfach so Bahnhöfe mitten im Nirgendwo. Also, Stand jetzt würde ich mal eine Woche mal frei nehmen und dann einfach Polen Eisenbahn fahren und alles dokumentieren, was ich so sehe. Ja, wie gesagt, Gorbi, ich muss einfach schauen, wie ich das am besten kombinieren kann mit den ganzen anderen Bahnhöfen, die ich ja da anschauen will. Also zum Beispiel den ganzen Tag dafür
rumreisen, damit ich nur einen einzigen Bahnhof sehe, den ich covern will, ist ein bisschen mehr. Also wenn es geht, sind es zwei am Tag, wäre halt ideal. Weil jetzt, wo ich weiß, wie das Feedback gerade mit den Simrail-Videos gewesen ist, dass ich einen Vergleich gemacht habe, werde ich das ganz anders aufnehmen. Was kommt noch? 40184. Einmal die Einfahrt. Sehr gute Fahrt, Kollege. Bis zum nächsten Mal. Aber ich bin mal überlegen, ob ich nicht fix die Strecke runter nach Krakau mache bei dieser einen Woche. Ob dann die Simmerstrecke schon da ist oder nicht, aber dann hätte ich schon mal vorgearbeitet, dass ich die ganzen unterwegs halte, die dann covern wird. Aber das sind halt einige Bahnhöfe. Man denkt, bei jedem Bahnhof dann stehen bleiben, überall Aufnahmen machen, damit auf den nächsten Zug warten, dann wieder weiterfahren. Das dauert ewig. Ich meine, für die, als ich die Simrail-Sachen gemacht habe, wo ich Zawirci aufgenommen habe, wo ich, also ich war in Zawirci, ich war in Sosnowie Klone, in Katowice und bin nochmal Richtung Lazy gefahren und das hat mich einen ganzen Tag gekostet. Und da habe ich die Unterwegsbahnhöfe noch gar nicht mal mit beachtet. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin da halt in Warschau auch gestartet, aber halt in aller Früh. Ich bin immer noch traurig von dem, was ich in Batching gesehen habe. Alles weg. Bis auf Stellwerk. Wobei das jetzt auch nichts mehr macht. Oder fast nichts mehr. Das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis Batching vermutlich in Sosnovik oder so integriert wird. Oder was vielleicht eher passieren wird, ist, dass sie vielleicht das in das große neue Stellwerk reinklatschen, was sie in Zawirci bauen. Da bauen sie ja gerade so ein riesen Ding. Kollegen, kommt's mal ran. Wieder zu Gott. Ein Abstand da hinten. Wisst ihr eigentlich, ob mal irgendwie was erwähnt worden ist, ob man eventuell mal ...22.90.28, ja, da ist ein Zug vor dir. Du wirst noch ein bisschen warten müssen. Ob wir vielleicht bei irgendwann Stellwerk Warschau mal machen können, Hauptbahnhof.
Oh, Doppeltraktion. Ja, genau. Und ein neuer FDR. So, Kollege, die schickt man nach unten. Da unten passt es auch schon. Södli, wir beide die Ausfahrten. Geben wir mal kurz Bescheid. 40184 1 und 629 28 186. Oder? 186, ne? Ja. Alle drei Bahnhöfe in einem. Tut die Leute von Sim immer nicht überfordern. Eins nach dem anderen. Wobei Zentraler war, glaube ich, gar nicht mehr so schwer. Muss ja auch nur so wie in Otzig und Co. nur durchstellen. Hast ja keine Sondermanöver oder sonst irgendwie was. Eigentlich der da. Okay. Lass mich raten, ihr verschwindet wieder. LCS Warschau. Na komm, mach Blip. Ha, ich hab's doch gewusst. Das ist eine komische Stelle für einen T-Spawn hier. Aber gut. Ja, was haben wir da? 4410, 40137, 73129. Hinten im Nacken drin. Und der Express als nächstes. Hinterm Güterzug. Sag mal, warum fährt die Gütergurke da hinten so langsam? Hatten Sie doch eine Zwangsbremse? Alles klar. Sollte mal langsam auftauchen da hinten. Vierzig 137, der hält mal kurz. Kommen Sie rein. Die Daisy. Mal kurz schauen, was geht denn so ab? Insgamer Daisy, Grishon, Seal.
der Wolf als Lokführer. Der ist doch bestimmt am Streamen. Zugbilder Bayern. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Da ist er ja. So, 4410 57. Der fährt auf Hutter. Muss man wieder unten reinfahren. Dann tun wir da mal schon mal klingeln. Geht doch. Moin moin. Dahinter 73129, der ist ebenfalls für die Hutter unten. Ich würde mal sagen, den lasse ich schon mal da oben auffahren. Und da haben wir den Express. Den kann ich eigentlich auch vorbereiten. Sechs zu neun. Lazy, bist du noch da? Jo. 6290281 86. Express fährt gerade. So, Hutter kommt auch gleich. Wir können mal kurz in die Kamera reingucken. Falsche Kamera. Ja, okay, noch nichts zu sehen. Was? Mal sehen, ob im Update schon der Güterwagen kommt, der beim Cargo Dienst. Hä? Welcher Wagen fehlt denn? So, ach, bei dir eins weiter. Jetzt klingelt mal wieder. Und Einfahrt. Da ist er. 4136, pünktlich. Grüße zurück, ruhige Fahrt. Ja, es wäre wieder frei. Jetzt ist der Güterzug da unten am Durchrauschen. Hätte
hätte es jetzt ideal gemacht, dann hätte ich den aufs obere Gleis geschickt und hätte den oberen runterlassen. Sehr Kollege, gute Fahrt. Verkehrsübersicht 40682. Was ist da los? Zwirchi, lazy, gar nichts. Sind auf Anfahrt 40er 24. Okay. Sehr, für dich einmal runter. Oh, da haben wir unten drin. So, 4, 4, 10, 7, 50 auf der 1. Und er kann schon mal eins weiterfahren. Minus 5, minus 7, 0, minus 2, 2, 1, 23. Naja, EBJ halt. Wie schon erwähnt, entweder massiv verspätet oder extrem zu früh. Mal weiter die Einfahrt hier. Vier, sechs, 40, 36. Der fährt unten lang. Einmal Durchfahrt. Viel Spaß. So, liebe Leute, ich will auch mal... Okay, es war nur das. So, nochmal klingeln, kommt gerade der nächste. Für 7, 3, 1, 2, 9, 11, 1. Wunderbar. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. 2 Stunden hier drin. War spaßig. Hätte ein bisschen mehr los sein können. Aber hat Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Und dann mal gucken. Eventuell sehen wir uns dann am Freitag wieder. Weiß ich aber noch nicht. Wird dann vermutlich, wenn dann, wieder spontan sein. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.